Wir sind bei EKOP Technologies in Neuhofen an der Krems. Und das ist die neue von diesem Unternehmen entwickelte Rotationswärmepumpe. Der erste Vorteil ist, dass wir Temperaturen bis 150 Grad aktuell erreichen können, perspektivisch bis 250 Grad, also aus technologischer Sicht. Der zweite Vorteil ist, dass ein umweltfreundliches Arbeitsmedium drinnen operiert. Also wir haben kein Ozonabbaupotenzial, wir haben kein Global Warming Potential und bei der Entweichung unseres Mediums entstehen auch keine giftigen Chemikalien wie sonst bei Wärmepumpen üblich. Und der dritte Vorteil von der Technologie und vom Produkt ist, dass aufgrund des Prozesses die Anlage sehr flexibel eingesetzt werden kann. Also wenn die Temperaturen schwanken, kann das die Wärmepumpe mitgehen. Und das ist insbesondere wichtig bei Solarthermieprojekten, wo ich oft schwankende Temperaturen habe. Das ist wichtig bei Abwärmeprozessen, also wenn ich Abwärme aus der Industrie nutzen möchte, weil die oft quasi auch Schwankungen unterliegen. Da brauche ich eben genau eine Wärmepumpe, die diesen Schwankungen folgen kann. Die erwähnten Arbeitsmedien sind Edelgasgemische aus Helium, Krypton und Argon und die werden praktisch aus der Luft gewonnen. Der Wirtschafts- und Forschungslandesrat sieht die Förderung solcher Projekte durch das Land Oberösterreich als gut investiertes Geld. Wir wollen natürlich die Transformation schneller schaffen als andere Industrieregionen. Daher müssen wir viel Forschungsgeld einsetzen. Und das tun wir mit einem Ländercall für Future Energy Technologies, weil wir die Breite der Energieformen, Speicherung, Transport etc. erforschen wollen. Und wie wir hier heute sehen, ist der Wasserdampf beispielsweise eine Form der Dekarbonisierung in der Industrie. Wir sind aber auch zum Beispiel bei den Biomassekesseln, Pellets und Hockschnitzel, sind wir sicher Europa, wenn nicht sogar Weltmarktführer. Knapp 5 Millionen Euro investiert Oberösterreich, 3 Millionen kommen aus dem Wirtschafts- und Forschungsressort. Ich habe gerade das Standardbudget vorgestellt und wir haben bei Forschung und Entwicklung den größten Sprung nach oben, erstmals über 100 Millionen Euro. Rekordbudget in diesem Bereich. Warum? Ja, weil die Herausforderungen auch so groß sind. Wir haben die Transformationserfordernisse bei der Energie, bei der Mobilität, das ganze Thema der Digitalisierung. Daher investieren wir hier, nehmen nicht Budget zurück. Den Vorrang haben Klimaschutz und Arbeitsplätze.